Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr seht ein Sulustana. Ein Charakter, den wir hier wieder freischalten können als Skin für den Angriffstruppler. Und ja, ich würde ihn gerne nehmen. Ich würde ihn sehr, sehr gerne nehmen. Aber er kostet 20.000 Kredite. Für den sparen wir ja gerade nicht. Wir sparen für den Han Solo, und wenn ich für was spare, dann spare ich auch für eine Sache, und den will ich aber auf jeden Fall unbedingt auch später noch freischalten. Ja, der gute alte Han Solo, der kostet 80.000, wir sind bei 51.000 Kredite, und das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus, ne? Wenn wir mal auf Anpassen gehen, wir dürfen die noch nicht einsetzen, die zwei Punkte, oder wir schalten halt was Neues frei. Ich möchte halt die Sachen gerne upgraden. Der kostet ja immer noch hier Beckett Crew. Der kostet ja 80.000, was ein legendärer Skin ist. Da ändert sich die Optik und auch die Stimme. Auch bei den Sulustana ist die Stimme anders. Weiß nicht, warum der dann nur 20.000 kostet. Aber ist egal, die sparen wir ja schnell. Also ich will auf jeden Fall ihn hier und spare dafür. So, gut, was wollen wir heute machen? Der neue Spielmodi, den will ich natürlich mit euch nochmal spielen. Ich hoffe, ich werde mit euch auf der hellen Seite landen. Also bei den Rebellen. Und bin schon ganz aufgeregt, ja. Ich nehme im Voraus ein bisschen auf, also bitte nicht wundern, weil ich muss jetzt halt so viel arbeiten und hoffe, dass das alles noch so klappt. Grüße gingen ja trotzdem noch raus, ne? Vielen Dank für eure Kommentare nochmal. Der Marc hat sich sehr auf den Modus gefreut. Auf jeden Fall hat er geschrieben. So wie meine Folge. Ja, dankeschön. Und deine erste Runde war nicht so gut. Okay. Fertigkeiten von Heldenschiffe muss ich kennen, das ist eine ganz wichtige Sache, und ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Ja, die sind jetzt nicht so kompliziert, ne? Wo sind wir überhaupt? Dekua. Was ist das? Evakuierung des Widerstandsbasis. Der heldenhafte Piloten treten in Luftkämpfe, Showdown gegeneinander an. Okay, Bügeleisen ist noch frei. Nehme ich. Das heißt nicht Bügeleisen, nein, der heißt, was hast du denn geschrieben? Slave One. Das ist die Slave One. Und jetzt können wir mal gucken, während wir auf den einen noch warten. Die seismische Bombe platziert eine seismische Bombe hinter der Slave One, die innerhalb eines Radius sehr großen Schaden verursacht. Ich habe irgendwie noch gar keinen Schaden damit verursacht. Ionenkanone. Wird eine Ionenkanone getroffene Gegner leiden zusätzlichen Schaden, werden kurzzeitig verlangsamt und können keine Fähigkeiten einsetzen. Das ist natürlich eine krasse Waffe, ne? Dann doppelte Stoßrakete. Feuert zwei schnelle Raketen ab, die das erfasste Ziel verfolgen und moderat Schaden verursachen. Das von der Rakete getroffene Sternjäger erleiden kurzzeitig einen Betäubungseffekt. Also der betäubt sehr viel, ne? Der Boba. Okay, ich nehme trotzdem Bügeleisen. Ha! So, Boba ist auch nur Stufe 4. Heißt also, wir werden mit ihnen sehr schnell in die Luft fliegen. Außerdem wollte ich eigentlich auf der anderen Seite der Macht landen. Verdammt! Aber wir werden einfach zwei Runden spielen, dann noch eine Runde galaktische Angriff. Wie gesagt, ich nehme im Voraus auf. Da kann das ruhig mal ein paar Minuten länger gehen. Und ich bin froh, wenn ich es ein bisschen vorher hochlade. Problem ist, dass in letzter Zeit immer alles in 360p nur ist bei mir. Okay, unser Gegner, ist das dieselbe Map wie letztens? Nee, Quatsch. Eine andere Map ist ein bisschen ordentlich. Oh nein, die ist das! Himmel, Herrgott! Da werden ja seine Laser sogar umgelenkt. Ich kümmere mich mal um ihn hier. Gut gezielt. Wow. Ich glaube, ich wurde ganz schön erwischt. Macht euch keine Sorgen um mich. Vernichtet sie. Man kann als Held auch sehr gut zerschellen. Ich bin doch gar nicht zerschellt. Wie unfair war das denn? Guck mal, die haben alle noch voll. Gott. Komm, lass mich schnell was anderes auswählen. Auch die machen geilen Schaden bei Helden. Und ist nicht so treu, wenn man die verliert. Ne, das ging zu schnell. Was, schon wieder, du Boba? Boba ist nicht so der beliebteste, wa? Gut, schön wäre, wenn man hier natürlich ein bisschen seine Heldenschiffe ein bisschen aufwertet. Das finde ich auch ganz geil, dass die Möglichkeit jetzt halt so gegeben ist. Spielst halt ein paar Runden und machst vielleicht ein, zwei Level irgendwann mal mit deinen Helden, was auch eine geile Sache ist. So, wir haben natürlich haushoch verloren. Also ich möchte diesen Kampf da nicht bestreiten, das muss heftig sein. Ist auf jeden Fall eine harte Map. Seismische Bombe, ja, die macht Damage, aber ich habe damit eigentlich noch nie Damage geschafft. Also wenn wir verfolgt werden. Ich bin getroffen. Oh, der
bist du down gegangen, oder? Nein, 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 nein. Boah, Alter, ey. Ja, da sind ein bisschen bessere Gegner, glaube ich. Aber die haben jetzt auch ganz schön viel verloren. Ich weiß nicht, ob ich Schaden gemacht habe mit meiner seismischen Bombe. Hier, den fliege ich einfach verdammt gerne. Entwickle taktischen Plan. Könnte ich vielleicht noch was rausholen mit? Tali besiegt. Verfolgt eure Befehle. Okay, wir haben nur noch einen Gegner. Die Chancen stehen jetzt positiv. Oh. Haben wir jetzt verloren oder gewonnen? Ich habe es nicht geschnallt. Oh! Zweite Runde verloren. Der ist wahrscheinlich irgendwo vorgedonnert, der Gegner. Heidewitzka. Der Gegner. Der Teamkollege. Okay, wir verlieren haushoch, aber das macht nichts. Ich wollte eigentlich sowieso die andere Seite spielen. So mal Yoda oder sowas, ne? Nicht immer nur die hier. Ziel gesichtet. Es gibt hier aber auch nicht wie in Helden vs. Schurken halt einen Hauptgegner, den man besiegen muss. Es müssen einfach alle fallen. Versuch mal von hinten nochmal zu attackieren. Boah. Was wäre jetzt los? Wie lahm der ist. Nicht aufs Ohr! Nee, wie aufs Ohr. Komm da nicht weg, ne? Also es ist Wahnsinn. Meine Raketen machen noch so. Da ist er noch. Treffer. Wenn das meine war. Aber ich habe keine Punkte bekommen. Scheiße. Also die Runde, also meine erste Runde, die ich je gespielt habe, die ist wesentlich besser. Und gleich werden sie wieder suchen, wie die Doofen. Geheilt. Oh, ich hab geschossen. Nehmen wir nicht so gerne mit Helden an. Wow, wow. Das ist Tali, oder? Was wild? Warum boost ich denn? Dummkopf. Boah, der will hier fliegen. Oh, wow. Lass sie unsere Macht spüren. Okay, der, unser letzter Held, Darth Maul, Darth Vader, sieht nicht gut aus. Wo muss ich hin? Also eine Niederlage. Haus hoch. Na gut, kann passieren. Immerhin levelt man trotzdem noch ein bisschen. Ihr habt ja gesehen, auch mein kleiner... Warum passiert denn da nichts? Raumgleiter hat ein bisschen gelevelt. Oh, ich dachte, ich wäre das, ey. Verdammt, hab mich schon gefreut. Von dieser miserablen Leistung noch auf Treppchen zu kommen. Naja, Abfangjäger. Stufe 21 ist er geworden. Herausforderung gibt's keine. 40.000 Punkte noch. Okay, ich war sehr schlecht. Ich war sehr, sehr schlecht. Jetzt fliegen wir nach Fondor. Ja, cool. Ich mag das. Wer kennt das Gewürz von Maggi? Machen weiterhin ein paar Kredite. Credits. Was haben wir denn bekommen? 115. Wie lange soll ich denn da... Wie lange soll ich denn da sparen? Rey und Chewbacca habe ich natürlich. Komm, ich will Yoda haben. Lando und L3 37. Also L3 ist ja dieser Roboter von Lando. Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Der kostet 35.000. Ich müsste hier noch so viel sparen, Leute. Das ist so Wahnsinn. So, was hat er denn für Fähigkeiten? Nachbrenner. Gewährt den Ständiger einen vorübergehenden Tempo-Boost und unterbricht die feindliche Zielerfassung. Der Nachbrenner kann nach kurzer Zeit beendet werden. Ionenimpuls. Gegner in einem großen Radius werden verlangsamt und ihre Fähigkeiten kurzer deaktiviert. Geil. Konzentration des Großmeisters. Das aktuelle Ziel kann nicht mehr verloren werden. Außerdem wird es angezeigt und enthält zusätzlichen Schaden. Okay. Das sind mal diese Dinger, die ich nicht verstehe. Jetzt weiß ich es. Habe ich nicht noch irgendein Kartenblättchen? Das ist doch nix. Ich darf ja auch keinen Punkt investieren. Ich habe keinen. Na, da sieht man mal, wie selten man mit Helden spielt. Und dann hat man den Salat, wenn dann so ein Modus rauskommt. Ne? Dann kriegst du nichts mehr auf die Kette. Starte als Yoda in 4, 3, 2, 1. Mit scheiß Karten. Los.
Okay. Weil die Sprüche dabei sind nochmal ganz cool von den Helden. Okay, Fondor, wo ist denn Fondor? Das ist Fondor, sieht aus wie Coruscant. Was war das denn? Warum war der rot? Okay, jetzt scheiße. Der fliegt direkt auf uns zu, Bügeleisenmann. Der ist näher dran. Gut, zielen Sie können. Ehrlich, hat er getroffen? Hat er getroffen mit seiner seismischen Scheißbombe? Ey, aber ohne Witz, du hast keine Schnitte, wenn du schlechte Karten hast, ne? Guck mal. Letztes Schiff ist gleich im Arsch. Und es ist im Arsch. Runde verloren. Ja, wunderbar. Also mit Yoda habe ich jetzt nicht viel Spaß gehabt. Komm, Tully. Tully fand ich geil. Die hat auch einen A-Wing. A-Wings, da stehe ich voll drauf. Aber auch Kackblätter, ey. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich denn überhaupt einen Held hier? Der hier, der kann vielleicht ein bisschen was. Han Solo und Chewie, aber die Chewie-Bucky, die sind halt so langsam. Chewie-Bucky. Boah, selbst die Drehung ist lahm. Viel AP, ne? Sehr schlechte Sicht sogar. Nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, Hahn, erzähl nur. Alleine bitte. Ich weiß. Ja, voll in der seismischen Bombe. Jetzt habe ich einen Lag. Ein Standbild. Weg. Ich kann nichts mehr machen. Boah, wie unfair. Wie unfair war das denn? Ich hatte ein Standbild. Niederlage steht bevor. Verflucht. Das war auch der letzte Held, ne? Ernsthaft? Okay, so macht der Spielmodus auch nicht wirklich viel Spaß. Aber das liegt einfach daran, dass du 4 Gute gegen 4 Normale hast, ne? Was willst du denn machen? Da steckst du nicht drin. Okay. 8000 Jahre Intro. Scheiße, was, wenn du musst ja ein bisschen taktisch vorgehen. Du kannst ja nicht einfach auf den Zug fliegen. Was passiert denn dann? Dann gibt's Ärger. Ich hau ab. Flieg mal hin und zurück. Das ist ja schon ein bisschen vonstatten geht alles. Ihr müsst ohne mich weitermachen. Wo haben die denn kämpfen gelernt? Ah, es geht jetzt eine Woche so gehen. Jetzt habe ich ihn hinter mir. Und ein Standbild. Was ist das denn wieder für ein doofer Bug? Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Da sind ja viele Bugs mit beigekommen, ich weiß. Keine Schnitte. Keine Schnitte. Ich bewege mich hier keinen Zentimeter, wenn die Zahl überhaupt gibt, ohne beschossen zu werden bei dem Gegnerteam. Hat man, da war doch einer, der leveln wollte. Dann kriegst du genau da Standbilder immer. Das ist ja super Trooper. Nein, ich habe einen Helden weggeschossen. Boah, das war gut. Jetzt haben wir nur einen Held. Nein, hat er das noch geschafft? Oh komm, wir hätten doch den einen kleinen Erfolg gebraucht. Aber war trotzdem schön. Immerhin einen weggeputzt. Diese nichtssagenden Endscreens immer, ne? Okay, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Timmy, schlechter Held.
Ne, aber immerhin gibt es immer ein paar Zippel davon. Und wir brauchen noch 34.000 fürs nächste Level. Wow, guck mal, immerhin. So, wir machen eine Runde galaktischer Angriff. Den Modus werde ich jetzt öfter mal reinschieben. Der gefällt mir ganz gut. Weil, weil es halt sehr, sehr spannend ist, ne? Wenn es zwei gute Teams sind. Aber das war jetzt halt sehr, sehr eindeutig, dass wir das schlechtere Team waren. Man sieht es an meinen Kartenblättern von den Schiffen. So. Wir suchen einfach eine Runde. Zack, zack. Bin sofort wieder da. Und lass mich überraschen, wo ich lande in der Galaxie. Oh, läuft schon. Scheiße. Roger, Roger. Aber noch nicht lange. Jetzt, das ist ein perfektes Level oder Map, um auszutesten, wie das mit dem Balancing jetzt läuft. Obwohl das natürlich immer unterschiedlich sein kann. Boah, warum leckt das denn so? Ist auf einmal. Ja, mein C64 ist heiß geworden. Das war meiner, ihr Lümmel. 54. Einfach mal einen Stufenaufstieg. Ja, rollt da rum. Das ist ein Geschütz. Das ist mal Konzentration. Ich weiß gar nicht, wo es losgeht hier. Der ist down, sonst wird sein Geschütz nicht explodieren. Okay, wir beschützen unser Moped. Ich glaube, Moped ist der falsche Name dafür. Ich schieße einfach zu gerne auf die, was soll ich tun? Das wird schon dauern, ne? Da flitzt schon davon. Okay, wie sieht's denn hier aus? Noch sehr durchwachsen. Oh, ein Geschütz steht da. Okay, wir brauchen eine andere Klasse. Einfach mein Level abgemacht, ne? Sehr geil. So, Angriff. Das Geschütz stand genau da drin. Scheiße, ich habe keine Blendgranate mehr. Nein. Der Transporter hat Wegpunkt 1 erreicht. Sich in Grenzen. Scheiße, das Ding ist ja von Müll. Wo sind sie? Scheiße. Ich liebe das, wenn er sagt, viel Glück, Geschütz. Das sagt er viel zu selten. Okay, da vorne. Ich will es versuchen. Das trifft doch gar nicht. Warum treffen die mich denn damit? Jetzt treffe ich die Wand. Man muss ja ein bisschen experimentieren, bevor man immer so seine Sachen hier benutzt. Natürlich rennen die jetzt weg, weil da ein Panzer kommt. Da hinten. Viel zu weit. Da. Da musst du hinschießen. Panzer. Panzer! Ah, ich versuche gezielter auf die Köpfe zu schießen. Vor allem mit dem Blaster hier ist das eine wichtige Geschichte. Hier so auf Distanz mit dem Ding muss doch mal was bringen. Und damit auch. Ja, der ist schon wieder weg. Das hat ja auch keine Zoom-Funktion oder sowas, ne?
oder werdet abgeschaltet. Es wirkt so unglaublich ruhig. Warum ist das Spiel so ruhig? Worauf schießt ihr? Das scannt keine Gegner. Okay. Und wer hat den grünen Lauf? Oh. Das hat irgendein Ecker. Oh! Ich will nicht sterben. Okay. Ich liebe diese Rolle. Ernsthaft. Roger, Roger. Robbie, Bombarder. Oh. Wow. Keine Schnitte, der hat doch wieder. Was? Damit? Du Hund. Außerdem gibt es den blöden Bug, dass dieses zweimal Multiplikator-Kram-Zeugs nicht mehr gibt. Also entweder gar nicht oder es kommt nach 10.000 Jahren erst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also richtig hardcore. Also kommst du kaum an Helden eigentlich dran. Außer du spielst gut und das ist ja bei mir nicht drin. Natürlich ist das bei mir drin. Das Gefühl, vor was bist du denn geflüchtet? Vor ein so ein Typ? Der MTT hat Wegpunkt 2 erreicht. Wow. Weitere Angriffe müssen verhindert werden. Aktiviere Geschütz. Guck ich nicht so durch. Wo sind da alle dann rumhampeln? Ich dachte, mein Geschütz erledigt das, aber das hat wieder ein anderer erledigt. Guck ums Eck. Okay. Taktik, Taktik. Wow. Nicht identifizierter Verbündeter ist eingetroffen. Jetzt bin ich aber ziemlich hinter den feindlichen Linien, oder? Tolle, tolle Schüsse, Tim. Richtig eingeheizt. AP, gib mal AP. Ja, wir sind in der Höhe des MTTs. Aktiviere strategische Steuerung. Wir schießen auf meinen wunderschönen MTT. Das war eine Parkbank. Oh. Los geht's. Team der Killer. Killt alle. Ich weiß, was das war. Meine Waffe! Hä? Ich hab mich selber besiegt? Ne, er hat mich besiegt. Okay. Der ist leider in dieser Phase nicht verfügbar. Was wir veräppeln? Truppzuweisung akzeptiert. Black is worst gang ever. Das ist auch wirklich eine furchtbare Waffe. Du triffst den und du bist tot. Okay. MTT, der hat 45 HP noch. Der ist aber fast am Ziel. Den kriegen sie nicht mehr down. Ab, ihr schaltet. So, jetzt versuchen wir dann mit meinem Glück. Jetzt kannst du vergessen. Bosk, du musst das machen. Du musst doch ein bisschen auf uns aufpassen, Boski. Ach, der Schutz mit seinen blöden. Ich bin geschützt, da ist er, der Yoda. Dass sie das merken, ne? Dass die anvisiert werden, die Lümmel. Ich glaube, wir sind jetzt schon drin. Was sind wir denn schon drin, oder was? Multitruppentransporter in Position. Phase 1 abgeschlossen. 16 Sekunden vor dem Zeitplan. Das ist wie immer 16 Sekunden, ne? Okay, jetzt bin ich die falsche Klasse. Eigentlich will ich eine andere haben. Muss ich mein Geschütz mal loswerden. Boom. Das wird doch keinen Sinn machen, oder? Kannst du gar keine Kills machen.
Zeit zu bleiben. Hallo, Gegner. Oh. Na, machst du was? Nicht kaputt machen. Tu's nicht. Nein, geschützt. Wow. Ach, das stimmt wieder mal nicht. Dein scheiß Schutz, ne? Der kommt raus. Oh, das ist ein Wookie. Oh, ein heldenhaftes Opfer. Okay, ich dachte, das wäre der Wookie. Das Wookie-Bömmchen gewesen. Okay. Dicke Sprengung. Kommen jetzt. Oh, der ist nicht mehr. Der ist schlecht zurecht. Und wo denn? Ah, oh, zwei liegen. Ah, ich glaube, einen haben wir ausgeschaltet. Ja, wunderbar. Man muss es riskieren. Was bleibt mir anders übrig? Boah, der braucht noch 6 Level. Dann ist der Maximallevel, ey. Ich kann mir gar nicht vorstellen, einen auf Maximallevel zu haben. Was mache ich denn dann? Ich habe nichts mehr zu tun. Okay, wir kommen nicht rein. Das ist ein Riesenproblem. Komme ich denn irgendwie da zur Tür? Nein. Oh, oh, oh. Alle sind raus, alle Bomben. Du hast hier absolut überhaupt keine Überlebenschance an der Ecke. Ah, das ist echt ätzend gerade, ne? Du kommst da einfach nie rein. Das liegt jetzt wieder am Team. So. Warum, Johnny, immer hier? Ich will woanders bauen. Warte mal, ich versuch mal was. Nichts gebracht. Oh! Wookie. Gar nicht gesehen. Komm, gib mal HP, gib mal HP, gib mal HP. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich komm von überall. Da ist er. Bande. Okay, nur das Assistchen. Ah, der holzt auch an die rein. Oh, Bombe. Von wo denn? Granate auf dem Weg. Wachgeschütze online. Alter. Hey, das kann doch nicht sein. So ein Held, der stirbt doch auch irgendwann. Die flitzt einfach rein und nichts passiert. Und tötet uns alle. Oh Gott. Auch sehr schlecht balancierte Runde wieder. Da kam ja nicht mal zu einem einzigen... zu einer einzigen Türsteuerung. Oh, hier habe ich aber trotzdem ein paar gegeben. Ich krieg überhaupt keine Helden mehr, weil ich so schlecht bin. Ja, das war's. Das war's. Eine schlechte Runde. Alles schlechte Runde. Aber jede Runde gibt ein bisschen Skilling und ein bisschen Talas. Und die haben gute Talas gemacht, wie man sieht. 20.000, auch nicht schlecht. Naja, Specialist hat ja ein Level abgemacht. Hier geht es natürlich dann auch weiter. Wir brauchen noch persönlich, ja schnell, 29.000 Punkte für das nächste Level. Heftig. Und nochmal Naboo. Grad. Und es ist abends, also ist unfassbar, mein Zimmer. So, gut. Specialist zu der Startrunde immer ganz geil. Den dürfen wir wieder mal was verpassen. Wieder mal was episch schalten. Das war nämlich jetzt, du erhältst eine erhöhte Rate an Kampfpunkten. Also fehlt nicht mehr viel. 1, 2, 3, 4, 5 Karten noch.
Das ist noch viel. Das ist noch richtig viel. Okay, los geht's. Ich bin bei dir, Bruder. Gerade rechtzeitig. Lokale Truppen konnten die erste Separatistenwelle abwehren. Jetzt schickt der Feind gepanzerte MTTs vollgestopft mit Kampftruppen. Beste Strategie, den MTT aufhalten, bevor er den königlichen Palast erreicht. Wir haben Ionendisruptoren dabei, mit denen das möglich sein wird. Es macht einfach einen halben Spaß, am Anfang hier so ein bisschen Action zu machen. Gut, jetzt kommt die spannendere Sache. Habe ich 2 Kills gemacht? Cool. Wirklich? Ja, habe ich auch. So, wir müssen jetzt die doofen MTTs kaputt machen. Und damit extrem geil Punkte kassieren. Schnappt sich doch wieder einer vor meiner Nase weg. Ich ahne es doch schon. Da ist er wieder. Okay, dann können wir ein bisschen beschützen. Aua. Er hat gesessen. Aber auch meine Blähung. Nein, so kann keiner durchs Spiel rennen. Hallo? Spiel ausgeschaltet? Weil er rennt da einfach durchs Spiel und tötet die Leute. Habt ihr das jetzt gesehen, wie kacke das ist? Ein guter Spieler, ne? Erwarte Befehle. Nein, Gegner. Aber ich habe den krassen Boost-Schuss. Ja klar. Ja klar. Die können dich einfach so zerschießen. Ich finde das immer so ätzend, ne? Die ballern dich einfach nur so ab vom Himmel. Okay. Boah, wie oft ich den treffen musste jetzt allein, aber war ja auch kein Headshots. Okay, ich muss zu dem Ziel. Ich will halt diesen MTT zerfetzen. Ja, muss ich schon ein bisschen vorhalten. Nein. Ja. Alter, die putzen mich einfach weg. Du kannst nichts machen. Die putzen mich einfach weg. Das ist egal, wo ich hinrenne. Jetzt kommt der und schießt zweimal auf mich, bin tot und ich muss den 18 Mal treffen. Das macht doch gar keinen Sinn. Der kämpft mit dem, das ist gut. Ach, verdammt! Feind passiert den ersten Wegpunkt. Neu positionieren! Jawohl! Jetzt fühle ich mich wieder gut. Was ist denn der andere Wegpunkt? Das ist ja keine Socke da unten. Ja, ja, ja. Da, guck mal, wie schnell! Wie schnell! Das kann doch gar nicht sein! Der trifft mich ein bisschen und ich explodiere. Das kann doch gar nicht funktionieren. Immer Punkte, aber die verbrauche ich einen scheiß Flieger kaufen. Alle wieder weg. Ja. Die anderen haben den schon weggeputzt. Das ist der MTT. Auf den Bräunig schießen. So, jetzt aber. Ja, ja, ich hau ab. Schönes Naboo genießen. Boah, man wird schon langsam. Boah, Naboo sieht echt mega gut aus. Ich würde gerne noch ein bisschen auf den Boden ballern. Oh, das war ein... Wie ist minus 41 Punkte? Wie geht das denn? Okay, jetzt geht's ja los.
das ist so unfair. Mit super komischen Lags. Da. Das war einer von uns. Ich weiß nicht, woraus meine Flieger bestehen, aber die bestehen nicht aus dem Material, woraus die anderen Flieger bestehen. Ganz sicher nicht. Meine explodieren einfach mal eiskalt. Okay. Gemeinsam. Was wird denn da so fett geballert? Wir haben schon seit fast 170 Folgen die verändern, wo der Dings drauf ist, der Slot. Wer ist das? Jemand wetzelt unsere Truppen nieder! Zwei. Die Schilde des Transporters brechen zusammen. Oh, ich hab geschossen. Ich hab das spät gemerkt. Ah, die Punkte habe ich einkassiert. Stolzer Tim. Wie Oscar. Oh nein. Oh, den haben wir nur eingegeben. 160 Spieler Schaden. Sehr schön. Na, ein bisschen Artillerie. Aber auch das besteht bei mir aus Wackelpudding anstatt aus irgendwelchen Stahlwände. Ja, komm, er könnte auch mal Level gebrauchen. Dann ist er Level 10. Der wäre meiner gewesen. Ich werde beschossen. Das ist so keiner. Das ist auch nichts. HP sagt was. So leise, was ist los? Ich habe nichts geschafft. Schade. Erstmal die Reparatur. Boah, ist das ruhig. Der macht kein Geräusch. Mann! Wieder neue Bugs. Ich liebe es an Star Wars Battlefront. Ich höre so, ich sehe es aber nicht. Hä? Reparieren mal. Reparieren. Oh, ich tut ganz auf weh. Ein Kill. Gott sei Dank. Eine Ehre wiederhergestellt. Reparieren, reparieren. Ich fliege schon ganz schön lange dafür, dass das Ding aus Wackelpudding besteht. Seht ihr wem? Sehen niemanden mehr. Wir sind komplett repariert, aber ich habe nur 3 Sekunden. Ich bin doch noch nie rausgeflogen, ich wird immer nur explodiert. Nein! Boah, 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 was ging denn hier ab? Gut, letzten Sekunden ausnutzen. Erwarte Befehle. Ich glaube, da ist in meinem Furz drin. Transporter nimmt Palast ins Visier. Ist ein Gegner in der Luft? Plus minus 1769. Verstehe ich nicht. Wir haben versagt. Der MTT ist in Position. Wir haben verflogen. Aber eins verspreche ich euch. Noch heben wir nicht auf. Haltet die Waffe. Hä? So, 30 Sekunden habe ich noch und ich habe mich verflogen. Hä? Da. Das war ein Bug, sieht man doch. Sieht man! Ich habe aber irgendwie einen ganz komischen Anzeigefehler da unten immer mit den, mit den Dings. Okay, mal gucken, ob wir das da ein... Wir nehmen es ein. Natürlich nehmen wir es ein. Alarmgestelle überbrücken die östliche Station. Oh, so schnell, da komme ich doch gar nicht hin. Erstmal, ich kriege erstmal direkt einen Furz hier rein. Oh,
Boah, ey, dieser Imperator, der ist in jeder Runde dabei. In jeder Runde tötet er mich. X-mal. Super ätzend. Spieler ausgeschaltet, cool. Aber in jeder Runde ist der Imperator dabei. Und tötet einfach mal alle. Oh oh. Was hab ich jetzt gemacht? Achso, scheiße. Nix gut, gar nichts gut. Sie dringen ein. Wir haben den Thronsaal abgeriegelt, aber sie werden versuchen, die Türen zu überbrücken. Haltet eure Stellungen, bis Verstärkung eintritt. Da können sie erstmal gar nicht raus. So mag ich das. Hier ist der Plan. Wir schlagen den Angriff zurück, bis Verstärkung eintrifft oder jeder Droide da draußen Schrott ist. Brillant und simpel, was? Schützt den Thronsaal und gebt euer Bestes. Oh. Na gut. Akzeptiere ich. Diesen Tod, den akzeptiere ich. Naja, fast oben mit dabei. Na, dann bin ich ja immer ein bisschen beruhigt. So. Boah, bis der mal Level wird. Ey, der Level so lahm. So, jetzt geht's hier wieder um die Wurst. Wahnsinn. Sehr schwer einzunehmen für die Gegner. Einfach immer schon. Nein, nein. Dieser stinkende Scheiß-Imperator, ey. Hoffentlich patchen sie den raus. Warte, der geht mir so auf den Sack, der Imperator. Ich verstehe auch gar nicht. Wenn ich den hab, ist der innerhalb von einer Sekunde tot. Und die anderen, die hüpfen mit denen rum und schießen 1 Billion Blitze und machen 1 Trilliarde Punkte. Wie machen die das denn? Quatsch mit Soße. Okay. Oh, da ist er. Noch mehr Hübse geben mehr Punkte. Wir brauchen Verstärkung im Thronsaal. Nee, ne? Guckt euch das mal an, ey. Das ist doch frustrierend, ist das, ne? Du triffst. Nichts passiert. Also er verliert HP, aber er stirbt nicht. Die erobern. Das kann doch nicht sein. Das ist voll schwer hier zu erobern. Boah. Und da sind wieder Blitze. Ja, haben sie schon. Ne, haben sie noch nicht. Blödsinn. Wow! Scheiße, also wieder, es wird immer noch überrannt ohne Ende, aber es wirkt doch ein bisschen spannender, muss ich sagen. An alle Streitkräfte, setzt euch ab! Der Palast ist verloren! Danger. Naja, abkassiert habe ich heute nicht, tatsächlich nicht. So ein Bot war hier halt der Beste. Na, immerhin. Auch immerhin. Und auch, guck mal hier, gar nicht so schlecht. Bin doch zufrieden. Machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn wir Glück haben, ein Level-Up. Bis dann.